Bonjour, ich bin Sven Emrich, dein Bewerbungscoach hier auf Video und natürlich persönlich und individuell über Skype. Kennst du diese Frage in der Bewerbung? Hey Sven, wird denn das Anschreiben überhaupt noch gelesen? Ich habe immer das Gefühl, Unternehmen achten eh nur noch auf den Lebenslauf, oder? In diesem kurzen Video beantworte ich dir genau diese Frage, und zwar: Wird denn das Anschreiben überhaupt noch gelesen? Lohnt sich das? Musst du da Zeit reinstecken oder kannst du dir die Zeit sparen? Wenn du gerade in der Bewerbung bist und überlegst, ob du dir das Anschreiben lieber schenken könntest, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Los geht's! Hier mal eine Idee, wie viele Bewerber den Bewerbungsprozess wahrnehmen. Herr Emrich, warum haben Sie sich denn jetzt genau bei uns beworben? Ich habe mich beworben, weil ich wirklich sehr gut zu Ihnen passe. Naja, jetzt mal nicht zu früh, Freunde, das werden wir erstmal noch sehen. Ne? Ihr Lebenslauf sieht ja nicht so toll aus. Haben Sie denn 50 Semester Auslandserfahrung gesammelt? 50 Semester Auslandserfahrung? Wie soll das denn gehen? Aha, also nicht. Können Sie denn wenigstens 20 Jahre ehrenamtliches Praktikum bei uns im Unternehmen vorweisen? Ich bin gerade 25, das wäre ja Kinderarbeit. Aha, es gibt Widerworte, keine Teamfähigkeit, will sich nicht eingliedern. Sind Sie denn wenigstens bereit, 80 Stunden die Woche für den Lohn einer Kindergärtnerin zu arbeiten? Also, naja, wenn das hier so üblich ist, dann okay. Oh je, keine Begeisterung, keine Luftsprünge gemacht. Es tut mir leid, wir haben uns für jemand anderen entschieden, der einfach besser zu uns und zu unserem Unternehmen passt. Da ist die Tür. Wenn wir mal ehrlich sind, kommt uns das in der Bewerbung manchmal so vor, oder? Aber das Problem dabei ist, das ist Zynismus. Und Zynismus schadet. Generell im Leben, aber in der Bewerbung ganz besonders. Denn mit Zynismus wirkt alles auf einmal irgendwie so aussichtslos. So ein Mist, ich kann ja eh nichts tun. Zynismus gibt uns eine Ausrede, nicht unser Allerbestes zu geben und das meiste zu versuchen. Und das ist gefährlich, gerade im Lebenslauf und im Anschreiben. Tja, mein Lebenslauf ist nicht perfekt, also brauche ich auch kein Anschreiben. Ja, liest ja eh keiner. Also machen wir das, was schnell geht. Copy-Paste Lebenslauf und Copy-Paste Anschreiben für jeden Arbeitgeber, bei dem wir uns bewerben. Und wie sieht das Anschreiben dann aus? Ich bin zielstrebig, teamfähig, ehrgeizig, hochmotiviert, fleißig und so weiter. Vielleicht hast du einfach schon unzählige Mappen verschickt und bisher vielleicht nicht mal eine Antwort bekommen bei vielen davon. Wenn du jetzt aufgeben möchtest, dann hast du wirklich ehrlich mal mein vollstes Verständnis. Aber ich sage trotzdem, Zynismus ist Mist. Gerade mit einem Hammer anschreiben kannst du dich von allen anderen Bewerbern abheben. Und ja, das Anschreiben wird gelesen. Ich tausche mich ständig mit Personalern aus und ich lasse mir das deshalb auch immer wieder bestätigen. Der Lebenslauf ist das Herzstück deiner Bewerbung. Flankierend das Anschreiben zur Motivation, wieso eine Veränderung ansteht. Keine der Unterlagen steht alleine. Es ist immer der Gesamteindruck, der sich aus allen dreien ergibt. Vielleicht fragst du jetzt aber noch: Wozu brauche ich denn dann das Anschreiben? Das steht doch alles schon in meinem Lebenslauf. Soll ich das jetzt einfach nur wiederholen? Dazu möchte ich dir diese Nachricht hier von Porsche vorlesen. In deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen solltest du deine Motivation deutlich machen. Zeige, warum du der richtige Kandidat für die Stelle bist und für welche Themen du brennst. Oder diese Nachricht hier. Im Grunde geht es darum, das, was man kann, gut zu verkaufen. Dein Anschreiben muss dem Personaler diese eine kleine Frage beantworten, mit der wir früher unsere Eltern zum Wahnsinn getrieben haben. Warum? 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 Zwei Warum-Fragen sind wichtig. Warum willst du zu dem Unternehmen? Und zweitens, warum sollte das Unternehmen dich wollen? Was ist dein Wert, den du bringst? Im Lebenslauf, da schreibst du, was du bisher im Leben gemacht hast. Im Anschreiben, da ziehst du diesen roten Faden zwischen den einzelnen Stationen im Lebenslauf und zeigst, warum es jetzt total logisch ist, dass du als nächstes bei diesem Unternehmen weiterarbeiten musst. Spiel einmal selber Personaler. Wen würdest du eher einstellen? Kandidat 1, bei dem sich scheinbar zufällig alles im Leben ergeben hat? Oder Kandidat 2, der wirklich seine Erfolge bisher im Leben geplant hat? Wen würdest du lieber einstellen? Kandidat 1 mit dem allglatten Lebenslauf, weil Mami und Papi ihm alles in den Schoß gelegt haben und der sich nie wirklich durchbeißen musste? Oder Kandidat 2, der wirklich Biss bewiesen hat und sich durchgeboxt hat, weil er sich vielleicht sogar sein Studium noch selbst finanziert hat? Du entscheidest es am Ende selbst, aber eins ist ganz klar: Deinen Drive und diese Motivation, warum du unbedingt zu diesem Unternehmen hin willst, das erfährt dein Personaler nicht aus dem Lebenslauf. Dafür braucht er dein Anschreiben. Und deshalb lautet die Antwort auf die Frage: Wird denn das Anschreiben überhaupt gelesen? Brauche ich das Anschreiben in der Bewerbung überhaupt? Klar und deutlich ja. Das war mein Impuls für deinen Bewerbungserfolg für heute. Und wie genau du das Anschreiben jetzt formulierst und auch all die anderen Teile in der Bewerbung meisterst, wie du zum Beispiel den Nummer 1 Fehler im Lebenslauf vermeidest, den du garantiert machst, oder wie du das Vorstellungsgespräch meisterst, das erfährst du in vielen anderen Videos hier auf dem Kanal. Wenn du es also magst, dann
Ganz herzlichen Dank, wenn du ein Däumchen oben da lässt. Wenn dieser Kanal dir gefällt, dann abonnier den. Außerdem, wenn du an irgendeiner Stelle in der Bewerbung mal nicht weiterkommst und sagst, so ein individuelles Coaching, das könnte schon hilfreich sein, dann schau unten in die Beschreibung, da ist der Link fürs Skype-Coaching. Ganz herzlichen Dank für deine Treue. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich bin Sven Emrich, dein Bewerbungscoach.